die beiden grundlegenden Mechanismen in sicheren Kommunikationssystemen, also die Verschlüsselung und die Authentifizierung, die werden heutzutage klassischerweise mit sogenannten kryptografischen Algorithmen sichergestellt. Die Kryptographie ist eigentlich eine mathematische Disziplin und beschäftigt sich damit, wie denn Information so umgewandelt werden kann, dass oder so konvertiert werden kann, dass sie über einen Kanal übertragen werden kann, der gegebenenfalls mithört, kann die Information, die übertragen wird, abfangen, kann aber nicht auf die ursprüngliche Information rückschließen, sondern nur der Empfänger, der ein bestimmtes Geheimnis kennt, das man also braucht, um auf diese ursprüngliche Information zurückzukommen. Gibt unterschiedliche Mechanismen, grundsätzlich, aber eben wie gerade beschrieben, gibt es unabhängig davon, was zum Einsatz kommt, für sichere, für vertrauliche Kommunikation jetzt im ersten Schritt einmal, gibt es sowas wie einen Sender der Nachricht, einen Empfänger der Nachricht. Wir sprechen dann von einem sogenannten Klartext, das ist also die Information, die wir übertragen wollen. Die gehen wir auf der Senderseite rein, die hätten wir auf der Empfängerseite gerne wieder. Auf dem Übertragungskanal dazwischen, hier können jetzt Personen sitzen oder Systeme sitzen, die diese Information abfangen wollen oder mithören wollen. Das heißt, mehrere Möglichkeiten, die haben wir vorher schon mal besprochen. Das Abfangen der Information, also passiver Eindringling, hört die Kommunikation ab. Das Verändern der Nachricht bzw. das Einbringen von Nachrichten. Das soll alles nicht funktionieren und dazu braucht man kryptografische Mechanismen. Und das wird realisiert üblicherweise mit einer Verschlüsselungsmethode und einer dazugehörigen Entschlüsselungsmethode. Der Klartext wird also in eine Form gebracht, in die kodierte Form, also den verschlüsselten Text, mit Hilfe der Verschlüsselungsmethode, sodass, wenn jemand C abfängt, also diesen verschlüsselten Text, er nicht auf P, also den Klartext, zurückschließen kann. Nur wenn man die Entschlüsselungsmethode adäquat anwendet, dann kriegt man den Klartext wieder raus. Was man zur Ver- und Entschlüsselung braucht, ist klassischerweise ein Schlüssel. Das ist also dieses Geheimnis, das man kennen muss, um entweder zu verschlüsseln bzw. zu entschlüsseln. Und jetzt gibt es zwei grundlegend unterschiedliche kryptografische Ansätze, wie dieser Schlüssel gewählt wird, die sich auch in der Mathematik dahinter ganz grundlegend unterscheiden. Wir werden nicht so tief reingehen, was die mathematischen Grundlagen betrifft, aber grundsätzlich ist zu unterscheiden, und das sollte man auch wissen, die sogenannte symmetrische Kryptographie und die asymmetrische Kryptographie. Also symmetrische Verschlüsselung, und wir haben das dann auf der nächsten Seite, die asymmetrische Verschlüsselung. Das sind kryptografische Methoden, solche Verschlüsselungsmethoden, die sich darin unterscheiden, dass bei der sogenannten symmetrischen Kryptographie diese Schlüssel zur Verschlüsselung und zur Entschlüsselung identisch sind. Das heißt, es gibt ein geteiltes Geheimnis. Beide müssen diesen Schlüssel kennen. Beide Kommunikationspartner müssen den Schlüssel kennen, damit sie sicher miteinander kommunizieren können. Wer diesen Schlüssel nicht kennt, hat keine Chance, von C auf P rückschließen zu können. Das gibt schon lange, das funktioniert auch grundsätzlich, das funktioniert auch gut, und das hat auch nach wie vor seine Daseinsberechtigung, weil es auch sehr schnell funktioniert und teilweise in Hardware realisiert wird. Das heißt, die Kommunikation ist da sehr effizient. Das Problem, das wir da haben, ist naheliegend. Zu irgendeinem Zeitpunkt muss dieser Schlüssel ausgetauscht werden. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt müssen sich Sender und Empfänger auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen. Und das kann tatsächlich eigentlich, wenn man keine zusätzlichen Werkzeuge hat, nur so passieren, dass sie die irgendwann treffen und sich diesen Schlüssel vereinbaren. Wenn er irgendwo über den Kanal zwischen Sender und Empfänger übertragen wird, dann gibt es ja erst recht wieder die Möglichkeit, dass ein Eindringling diesen vereinbarten Schlüssel abhören kann, und der kann dann genauso mitlesen, ohne dass es jemand merken würde. Das war der Stand bis Ende der 1970er Jahre. Und Ende der 1970er Jahre ist dann ein Durchbruch gelungen. Es sind nämlich mathematische Verfahren entwickelt worden, die den Verschlüsselungsschlüssel vom
Entschlüsseln und Schlüssel unterschiedlich machen. Also die Schlüssel gehören nach wie vor zusammen. Das heißt, es gibt zu einem Verschlüsselungsschlüssel einen Entschlüsselungsschlüssel und umgekehrt. Diese beiden Schlüssel sind aber unterschiedlich und das ist dann die sogenannte asymmetrische Kryptographie. In diesem Fall hat dann jeder der Kommunikationspartner einen sogenannten öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Das heißt, es gibt hier einen öffentlichen und einen privaten und den brauchen wir zwar jetzt nicht, aber hier gibt es einen öffentlichen und einen privaten. Was jetzt passiert, ohne dass wir die Mathematik dahinter hinterfragen, ist, dass wenn jemand mit dem Empfänger kommunizieren möchte, braucht er oder muss er den öffentlichen Schlüssel des Empfängers abrufen. Irgendwoher, den muss er irgendwoher bekommen. Der kann aber ganz normal irgendwo online stehen. Der Punkt ist nämlich, dass der öffentliche Schlüssel nur zum Verschlüsseln genutzt werden kann, aber nicht zum Entschlüsseln. Das heißt, jeder darf den öffentlichen Schlüssel kennen. Sobald eine Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist und übertragen wird, kann sie nur noch mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Das heißt, man kann sich das vorstellen, wie wenn man einen Satz Vorhängeschlösser mit Schlüsseln hat. Die Vorhängeschlösser, die verteilt man aufgesperrt, die Schlüssel behält man sich. Und wenn man jetzt vertraulich eine Nachricht empfangen möchte, dann muss der Sender eines dieser Vorhängeschlösser haben, muss die Nachricht in eine Kiste legen, die Kiste schließen, das Vorhängeschloss verschließen. Dann bringt es niemand theoretisch mehr auf, außer jene Person, die den Schlüssel besitzt und das ist der, der ursprünglich diese Vorhängeschlösser ausgegeben hat. Also das Vorhängeschloss wäre hier der öffentliche Schlüssel, der Schlüssel zum Vorhängeschloss wäre der private Schlüssel. Mathematisch funktioniert das auf Primfaktorenzerlegung mit sehr großen Primzahlen. Ein mathematisch schwieriges Problem, das so viel Zeit benötigt, ausgerechnet zu werden, dass es quasi nicht in vertretbarer Zeit realisierbar ist, eine mit einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nachricht wieder zu entschlüsseln, außer man kennt diese beiden Primzahlen, die da irgendwie mit einfließen in den öffentlichen Schlüssel schon. Das heißt, der private Schlüssel sind zwei Primzahlen, die werden miteinander multipliziert. Das ist ganz vereinfacht gesagt, das ist dann der öffentliche Schlüssel. Und es ist aus diesem aus der Kombination dieser beiden, aus dem Produkt dieser beiden Primzahlen ganz schwierig auf die ursprünglichen Faktoren wieder rückzuschließen. Das ist also das mathematische Prinzip ganz grob dahinter. Da gibt es auch unterschiedliche Methoden, das ist jetzt sehr stark verkürzt, aber nur um auf diese mal einzugehen. Das Problem, also löst das grundsätzliche Problem des Schlüsselaustausches, ist aber um mehrere Zehnerpotenzen weniger effizient realisierbar, also dauert länger als symmetrische Verschlüsselung. Wie genau man das dann kombiniert, damit sowohl die Sicherheit gewährleistet ist, das Schlüsselaustauschproblem gelöst ist und als drittes auch noch nicht zu viel Leistung notwendig ist, das betrachten wir später noch einmal. Wir brauchen noch eine dritte Komponente, die wir verwenden, um kontrollieren zu können, ob ein Dokument verändert wurde. Und das sind dieselben mathematischen Prinzipien, aber das sind grundsätzlich die sogenannten Hash-Funktionen. Eine Hash-Funktion ist eine sogenannte Fingerabdruckfunktion, heißt, die produziert für ein Dokument, das wir irgendwo haben, einen möglichst eindeutigen Fingerabdruck, den wir separat übertragen können. Das ist der sogenannte Hash. Und eine Hash-Funktion mathematisch hat folgende Eigenschaft, dass sich der Hashwert möglichst stark ändert, wenn am Dokument, das ursprünglich verschlüsselt wurde oder gehasht wurde, nicht verschlüsselt in dem Fall, das gehasht wurde, eine Veränderung wahrgenommen wird. Wenn also hier verändert wird, dann soll ein vollständig unterschiedlicher Hash zustande kommen. Das heißt gleichzeitig, wenn also der Hash, den wir empfangen zum Dokument, nicht dazu passt,
dann wissen wir, dass das Dokument verändert wurde, beziehungsweise dass vielleicht bei der Übertragung auch was passiert ist. Das kann ja auch sein. Die zweite Eigenschaft, die wir brauchen, damit wir Manipulationssicherheit herstellen können, ist, dass es sehr schwierig ist, von einem gegebenen Hash auf das Dokument rückzuschließen. Weil ansonsten könnte man ja sehr einfach versuchen, ein Dokument zu bauen, das zu einem gegebenen Hash baut und passt. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre es einfach, Informationen zu verändern und dann vielleicht nur ein paar Daten hinzuzufügen, die irrelevant sind, sodass wieder der ursprüngliche Hash rauskommt und man wird die Manipulation dann nicht mehr erkennen. Deswegen also mathematisch gesehen zwei Eigenschaften. Auf der einen Seite muss sich der Hashwert bei Änderungen des Ausgangsdokuments sehr stark verändern. Es muss ein anderer Hashwert rauskommen. Andererseits muss es schwierig sein, vom Hashwert auf das Dokument rückrechnen zu können.